Ja, und hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zu Let's Play Crossout. Hier ein ganz neues Spiel, welches sich seit kurzem erst in der Open Beta jetzt befindet, zuvor in der Closed Beta. Wollte daran teilnehmen, schon vor einem Jahr ungefähr, oder schon noch länger. Aber hat leider nicht geklappt, wegen verschiedenen Gründen, technischerseits, und ja. Gut, jetzt klappt es aber, weil es ist eine Open Beta, jeder kann es jetzt mal spielen, antesten, Link sollte sich in der Videobeschreibung befinden, also einfach unter das Video klicken und den Text öffnen und dann solltet ihr den Link finden. So, ich habe es noch nicht gespielt, wie ihr sehen könnt, noch keinerlei Sachen gesammelt, keine Erfahrungspunkte, nichts, sogar noch diese richtige schrottige Kackkarre. Ja, und ich denke mal, von ohne groß drum herum zu reden, direkt mal anfangen zu spielen, wird auch ganz dezent darauf dazu hingewiesen, ins Gefecht zu ziehen. Ja, einfach mal darauf drücken und gucken, was dabei rauskommt. Und es geht los. Ich bin gespannt. Ja, ich freue mich ein bisschen darauf. Ich habe jetzt mal keine großen Erwartungen. Aber ja. Okay, mit der Maus schon mal so die Geschütze lenken, kontrollieren, steuern. Kann ich reinzoomen? Ja, mit dem Mausrad kann ich reinzoomen. Mit WASD kann ich lenken. Noch kein Speed. Handbremse. Ja, mit der Leertaste kann ich Handbremse aktivieren. Oh, ups. Sorry. Habe ich eine Hupe? Nee, oder? Ah, mit T kann ich so wieder zurück fokussieren. Auf die in Fahrtrichtung. Das ist schon auch sehr gut zu wissen. Ich dachte, Heavy ist das Geschütz, aber nein, es ist. So eine Antenne. Also wir flankieren hier mit Gamer Tiger. Schätze ich mal, das gegnerische Team. Oder die fahren alle in eine andere Richtung. Alle gern Norden. Keine Ahnung, wo die sind. Aber es kommen schon. Ah, da unten sind sie. Da unten sind welche. Feuerfall. Heiliger. Ich habe einen erwischt. Habe ich ein Geschütz mehr? Doch, ist wieder. Tja, da waren keine Räder mehr da. Interessant. I destroyed Frank. Und so. Oh! Oh, das war's! Wow, das war intensiv und schnell. Wow! Schließe 5 Feuerschüsse mit einem Maschinengewehr. Ja, ich habe 2. Haha. Nee, cool. Das heißt, sogar Sachen bekommen. Ich habe hier einen Wagenheber. Ja, kann praktisch sein. Und Metallschrott. 18 Stück, schätze ich. Und 1600 Punkte. Oh. Fraktionsreiter. Fraktionskonstruktion. Fraktionen können ermöglichen dir die Herstellung neuer Bauteile. Werkbank mieten. Kostenlos. Möchtest du diese. Ich denke, es kostet mich ja nichts, ne? Also. Konstruiere ein Bauteil. Soll ich? Einfach mal gemacht, ne? Das dauert auch nicht lange. Sehr schön. Abholen. Und jetzt habe ich's. Okay. Mal schließen. Jetzt auf Garage. Verbessere dein Fahrzeug. Bauen. Installation von Ausrüstung. Montiere jetzt ein drittes Maschinengewehr auf dein Fahrzeug. Drücke Tab. Mit linker Maustaste und. Oh. Echt? Das war's schon. Nice. Ah, es gibt sogar tägliche Belohnungen, auch wie in War Thunder. Ich verstehe. Nach 3 Maschinengewehre, Bitches, wa? Sieht mir sogar schwerer aus. Vom Kaliber als die anderen beiden. Aber kann natürlich auch nur eine Täuschung meinerseits sein. Saison. Also, was mir schon mal gefällt, sind die Outfits. Die sind echt cool hier, das auch. Dieses apokalyptisch mit diesem Apokalypse Strohhut, Strohhelmchen, ach, wie wisst schon. Echt nett. Kann ich auch hier. Nee. Lagerfarbe? Doch, hier, guck mal da. So, kann ich nicht. Garage. Bauen? Nee, ich würde aber gerne. Na gut, gucken wir erstmal hier. Schwierigkeitsgrad. Machen wir es mal leicht. Start. Dauert das jetzt 10 Tage oder?
in Mission und Walls ab. Das ist gerade nicht, was ich machen soll. Also, ist der das jetzt so machen oder wie? Egal, gucken wir nachher mal. Ich versuche wieder ein Gefecht zu finden. Testfahrt. Wie hätte der vorhin die Farbe geändert? Also, der hat ja ein grünes Fahrzeug. Kann ich das irgendwie irgendwo noch bearbeiten, beeinflussen? Würde mich schon interessieren. Markt. Dies ist der Markt. Ja, das ist mein Lager. Farbverdünner. Ich will Farbe haben. Farbe löser. Entfernt jegliche Farbenschild, sodass. Ja, gut. Ich fecht aber schon gerne die Farbe an sich. Einfach mal Gefecht. Mein Gott. Ist nicht so wichtig. Das bisschen Farbe wird eben wieder unter geschossen. Na cool, jetzt haben wir drei Geschütze. Mal gucken, wie sich das jetzt auswirken wird. Ja, wir haben auch die gleichen Fahrzeuge. Ah, guck, der kommt unten in der Mitte. Da sieht man ja, die Geschütze sich überhitzen, also wie erhitzen, tun. Ich fühle mich, als würden wir gegen Bots spielen. Also, da ist ja kaum ein Widerstand zu merken. Oder vorhanden. Also, das ist ja nix. Und sie rasen einfach in uns rein, wir schießen sie ab und dann hat es sich dann. Schade, kein Assist. Ah, das war's. Da war was. Da. Okay, unten rechts haben wir diese kleine Mini. Oh, ich hab mein Rad verloren. Oh. Achso. Darum fahre ich so scheiße. Au. 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 Keine Absicht. Es tut mir leid. Au, au. Klingt schon so furchtbar. Dieses kratzende Geräusch. Ja, genau. Sieg. Auf drei Reifen. Neues Level. Das ist schön. Und was bringt mir das? Nächstes Gefecht in 15. Na egal. Zur Garage gehen, ja. Levelaufstieg, Engineers. Ah, ich habe jetzt Bauteile. Cool, weil ich nichts mit anzufangen. Ah, hier kann man auch die Profilbilder. Aha, hier kann man Profilbilder dann auch ändern. Medaillen, Sticker, Anleitung, Verlauf, Anleitung. Huh. Ich denke mal für Fahrzeuge, ha? Also. Dass es so Grundrisse sind? Oder? Ich kann es gar echt nicht sagen. Hm, Lager. Benzinfass. Hm. Das, kann ich das so einbauen, oder? Oh, nice. Also das kann man echt recht easy anpassen. Hm. Ich weiß halt nur nicht genau, wie und wo. Aber ist schon ein Anfang. Das hier mit erst mit 17 schätze ich. Ich klicke auf Blaupause. Ja, Blaupausen. Anfangsdings wird jetzt meine erste Blaupause heißen. So, jetzt unsere Fraktion. Anfängermodell. Engineers. Nee, lieber das. Bleib dabei. Aber was kann ich denn da noch anpassen? Ich habe doch jetzt Teile bekommen, oder? Ja, halt, weil den. Also. Ah! Ah, das ist alles. Ah, jetzt kann man hier gucken. Also, hier sind die Kategorien wie Karosserie, ja, Fahrgestelle, Geschütze und Ausrüstung, Reifen, ich habe Panzerung, ja, Struktur, Panzerung und so weiter. Ah, hier ist die. Die ist grün, schätzen wir, ist das, wa? Ja. Okay, und dann kann man hier drüber dann auf die. Auf den Markt zugreifen und Sachen kaufen. Hier sieht man auch dann sein Geld, schätze ich mal. Kann den Schrott verkaufen oder wie läuft das jetzt ab? Ich guck gleich nochmal nach. Erstmal ein Gefecht. Also macht schon Spaß. Es sind zwar jetzt schnelle Gefechte. Ich hoffe mal, wenn das jetzt auch mit Spielern sind, Gegenspieler. Sieht nicht so aus. Sie scheinen wieder Bots zu sein. Aber an sich, die Grundidee gefällt mir schon sehr. Hat mir auch schon letztes, hat mir auch schon damals gefallen, als das Spiel angekündigt worden ist. Hat mich auch ziemlich gehypt, um ehrlich zu sein. Nur, ja, wie schon gesagt, es hat leider nicht geklappt, sonst hätte ich schon damals gespielt. Gerne noch angetestet.
Ja, ist kaputt, ne? So schnell kann es gehen. Yo! Der scheint so ein bisschen besser ausgerüstet zu sein. Ist aber kaputt gegangen. Au, 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 au. Ah, ich weiß, es erinnert mich an Robocraft. Hieß das so? Wo du halt auch so aus, wie so Minecraft-mäßig aus Blöcken dann dein Fahrzeug gebaut hast. Da konntest du alles bauen. Das war Wahnsinn. Verschiedene Antriebe, konntest fliegen und boah, war schon cool. Und eine stationäre Kampfstation bauen ging auch. Also war schon nice. Es erinnert mich auch dezent daran. Außer diese Felder, woran du da dein Fahrzeug errichten kannst. Gewinne 7 Gefechte, installiere Geschütze, Investitionen und boah, yo. Ich guck mal jetzt, also bauen. Ne, habe ich nichts. Also Markt. Dann gehe ich auf Ressourcen, schätze ich mal. Um den Schrott. Kann ich ihn verkaufen? Ne, was? Oder kann ich hier gucken, was habe ich denn? Ne, doch. Ne, jetzt bin ich hier in diesen. Ah. Ne, warte. Oh, das sieht cool aus. Erinnert mich so auf den ersten Blick wie so ein französischer Char 1 oder wie die kleinen. Ne, war dieser kleine Renault-Panzer, wisst ihr? Aus dem Ersten Weltkrieg. Das erinnert mich so ein bisschen daran. So auf den ersten Blick. Kann ich das verkaufen? Unzureichende Ressourcen, um sie in dieser Menge zu verkaufen. Okay. Ach so, ich muss das 100 haben. Ah, okay. 100 Stück, dann kann ich das erst auf den Markt werfen. Alles klar, sammeln wir mal ein paar Ressourcen, wa? Also ich kann hier halt diese Sachen gewinnen, wie es aussieht, schätze ich mal. Ich hoffe mal. Immer noch Bots. Alles sehr ähnliche Fahrzeuge. Hm. Puh, aus dem Weg. Wäre auch lustig gewesen, wären jetzt meine Reifen abgebrochen. Aufgrund des zu harten Aufschlags. Oh shit. Haben wir ja einen Kandidaten. Nicht mehr lange, wie es scheint. So. Einer weniger. Ups. Das war's schon. Ach komm schon. Lang. Also. Geht mir persönlich gerade ein bisschen zu schnell mit den Gefechten. Die könnten ruhig was länger dauern. Aber gut, das ist ja gerade erst der Anfang der Open Beta. Also da werden auch garantiert noch viel, viel mehr Inhalte und so kommen. Was ich mir jetzt schon mal wünschen würde, ist halt eine Variation in den verschiedenen Spielmodi. Wie es halt auch in War Thunder der Fall ist. Du hast ja jetzt nicht nur den PvP-Deathmatch-Modus, du hast halt auch die Möglichkeit, dort auf die Objectives zu gehen. Aber ja, halt, du hast die Möglichkeit, niemand macht das. Also das macht kaum einer. Außer du hast auch keine andere Wahl. Oder das Deathmatch ist die, auch das Objective. Wie in Lufthoheit. Gucken wir mal, wie das hier läuft. Also, aktuell ist es ja echt nur ein Deathmatch. Spieler treffen aufeinander. Oder halt Fahrzeug treffen aufeinander. Ah, ich werde zerschossen, ich werde zerschossen. Oh ja, yeah, Bitches. Ich brenne. Was seht ihr das? Ich brenne. Aber einige Sticker bekommen, seht ihr das? Und ich habe ein Geschütz bekommen. Kann ich das noch? Das will ich jetzt sehen. Kann ich auch ein viertes dran machen? Da knall ich mir das hier direkt an die Seite. Also, da mache ich hier vorne zwei dran. Bauen. So, da kommt das da dran. Dann will ich das da. Geht das? Nein, ich brauche eine Energieeinheit. What the fuck? Ich hab schon. Ah, ich brauche Energie. Du kannst also nicht unendlich Sachen drauf packen, sofern Platz da ist. Du musst also auch nach der Infrastruktur schauen. Das ist auch mal sehr interessant. Das geht auch, lol. Hätte ich es nicht gedacht. Das kommt jetzt so einfach dran. Ja, hält aber wahrscheinlich nicht, wa? Also,
Hier mal einen sicher noch ein Feld zurück, so. Vielleicht kann ich damit ein bisschen besser runterschießen oder einfach stabiler. Ich werde es sehen. Missionen. Warte. Oh, verdammt, ich habe es zu spät gesehen. Vielleicht ist das hier, was ich jetzt mache, diese Missionen, sind ja einfach dann dieses PvE, also gegen Spieler des Computers. Und vielleicht sind die anderen wie Waits gegen andere Spieler. Das würde mich jetzt interessieren. Ich muss gleich mal ausprobieren. Nur noch halt schnell diese Partie spielen. Ja, alle die gleiche Idee. Drei Geschütze vorne dran. Eins halt an die Nase und zwei oben. Also noch ist die Variation nicht so gegeben. Aber gut. Na, wir sind alle noch Anfänger. Was das hier angeht schon. Auch die Grafik ist ganz in Ordnung, also so für den Anfang. Ja, aller Anfang ist schwer, klar, es ist jetzt nicht so die Mega-Grafik. Aber ich sehe gutes Potenzial. Schade, zu spät. Aber ich qualme auch schon wieder. Also hab ich einiges eingesteckt. Was ist denn da los? Abschlusshilfe, jawoll. Ich sah einen. Ja. Das war's auch schon, ne? Ha. Neues Level. Ja, was hält? Bauteile, sehr schön. Muss ich mir mal kaufen, oder? Warte, habe ich jetzt auch. Maximal Bauteile anzahlen auf 25. Ja. Du schlägst dich gut, Wanderer. Etwas Neues zu lernen. Ich möchte keine Sachen in den Schrott zerlegen. Ich will den Schrott sammeln und verkaufen. Lager. Wo haben wir Schrott? Da! Ich kann verkaufen. In einer 100er. Ja, verkaufen. So, hoffentlich wird es verkauft und dann. Ne? Ach ja. So. Guck mal, was haben wir denn an Bauteilen jetzt? Quatsch, falsch. Lager. Ja, ich kann mir nichts kaufen ohne Geld. Nee, das behalte ich noch. Ja, ich behalte es erstmal. Ah, ich wollte mal gucken. Das war eine Mission PV. Was? Echt Spieler gegen Spieler? Nein. Kriege ich die Punkte wieder zurück. Ich habe jetzt keinen Bock, dann alle zu verlieren. Achso, wird Text aufgefüllt. Ah, okay. Dann, schwimm mal. Das kann ich nicht. Schade. Waits sind also Missionen, die man halt so auf Zeit. Das erinnert mich so ein bisschen auch an diese Smartphone-App-Spiele, wo man halt dann gewisse Ressourcen über die Zeit verbraucht, während man Missionen macht. Aktionen wie jetzt Ausdauer oder Ressourcen. Und die werden dann zum Beispiel alle 5 oder alle 10 oder jede Stunde mal aufgeladen. Erinnert mich gerade ein bisschen daran. Habe ich auch gefällt. Okay. Machen wir mal solche. Oder die Schrotflinte. Erforderlich Level 3. Das soll PvP sein. Also merke ich nicht viel von. Also. Vielleicht habe ich auch einfach bisher Glück und treffe echt nur auf die richtig guten Teams auf meiner Seite und richtig miesen auf der Gegnerseite. Also. Tja, ja, das habe ich schon festgestellt. So. Einfach mal die Mitte direkt drauf. Was soll's? Das ist ja eh nichts. Was uns aufhalten soll. Außer gegnerisches Feuer. Es knallt schon. Und ich bin nicht dabei. Ich sehe nichts. Hinter mir. Samantha. Mach die Fenster zu. Haben wir da was? Nee, die gegnerische Basis nur. Oh. Gute Federung haben wir auf jeden Fall. Ne? Unnütze Fakten. Ja, Handbremse.
Da ist doch nichts los. Ja. Ne? Da war's schon. Also, Was ist das? Oh, ein 57mm Geschoss. Mit einem Maschine. Oh, warte. Okay. Warte, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Warte, bauen. Weg damit. Nein, es kommt weg. Ach, Scheiße. Kann ich das? Ja, gut. Das kommt weg und mit rechter Maustaste. Und das kommt danach. Da. So, ein Maschinengewehr. Ich denke mal, das soll das so sein. Genau. Was haben wir noch auf Lager? Oh, guckt euch das an. Irre. Richtig dickes Geschoss. Geschütz meine ich. Geschoss. Nice. So, ich denke mal, das ist das. Also versuche ich das jetzt nochmal zu machen. Hier Maschinengewehr, bla bla bla. Also diese Mission macht, glaube ich, 5 Missionen mit einem Maschinengewehr. War es das? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Ich spekuliere mal darauf, dass es das ist. Dass man nur eins haben soll und dann... Soll das schon klappen? Es dauert. Bin ich jetzt zu schwach eingestuft mit nur einem Maschinengewehr oder warum? Missionen. Nochmal so. Ja. Super, warum nicht direkt, ne? Oh, es lädt noch. Ah, jetzt. Gucken wir mal, was es jetzt sagt. Er hat ein anderes Chassis drauf. Also eine andere Fahrerkabine. Hau. Treffer. Oh, wo kommt der her? Hat er was zerstört. Nice, Yalemasu. Oh, Sophia, was macht der da? Aha, geht da. Mit R, nicht schlecht. Ach, das ist die Basis nur, ja dann. Steven hat sogar... Ah, ne. Ich war gerade nicht sicher, wofür steht jetzt die 1? Nein, oder wofür stand die 1 neben Steven? Bates. Ach so. Gewinne, installiere Geschütze. Oder ich probiere das mal aus. Moment. Packen wir mal das weg. Ah, irre. Okay. Kann auch so bleiben. Was tue ich da? So, jetzt habe ich keine Sachen drauf. Ups, nein. Lager, das da. Oh oh, was habe ich gemacht? Nein, ich hatte das Chassis abgebaut. Also, ich meine... Oh. Nein, was ist denn? Warte, ich lade nochmal die Sachen neu. Oh mein Gott. Oh. Die haben alle so dicke. Eieieiei. Die fehlen also. Ja, gut. Du hast alle benötigt. Ja, nehmen wir doch das. Ja, komm. Und. Dann packe ich. Die und die weg. So, jetzt Lager. So, wie drehe ich die Bitch jetzt? Also, nein, nicht das. Ich wollte meine Kamera drehen. Wie sieht das denn? Oh. Das sieht schrecklich aus. Warte, nein.
Ach, mit WASD. Okay, ich hab verkackt. Da eine richtige Schönheit. Das sieht so scheiße aus. Wie so ein richtig billiger Puma, hätte man sich so gesagt. So, Leute, wir müssen unbedingt den Vormarsch der Alliierten aufhalten. Was machen wir? Kaufst du einfach irgend so einen verschissenen Zwack von Opel und packst einfach ein dickes Geschütz drauf. Ey, das hat ja sogar begrenzten Radius. Oh oh. Was habe ich da nur getan? Bin ich hier nur gelandet? Verkaufe Güter. Oh, jawoll. Was verkauft? Oh. Wie schieße ich denn? Ah. Warum hab ich geschossen? Oh. Mit der rechten Maustaste? Was? Okay. Hätte ich es nicht gedacht. Nicht getroffen. Schade. Okay, linke Maustaste Maschinengewehre, rechte Maustaste dieses dicke Geschütz. Ein bisschen enttäuschend, dass es halt diesen geringen Schwenkradius hat. Da fühle ich mich wie ein Panzerzerstörer und nicht wie so ein mächtiger Puma. Aber gut. Oh, komm schon, wirklich. Ich war nur dabei. Ah. Wie mache ich das? Oder ich pack noch. Kann ich das? Pack aus Mitleid dann noch so ein Maschinengewehr drauf. Eine weitere Energie. Ah, leck mich doch. Das ist doch ein Unding. Aber ich habe Geld. Jetzt habe ich ein bisschen Knete. Und immer noch nicht genug, um was richtig zu kaufen. Aber weiterspielen. Also, ich glaube, ich verstehe allmählich das Spiel. Also, man sammelt Ressourcen, verkauft diese oder tut die halt miteinander tauschen und baut sich somit dann seine Sachen zusammen. Ups. Aber, boah, dieser Rückstoß. Guckt ihr das an? Dieser Rückstoß ist gewaltig, aber was bringt der mir, wenn ich, boah, kaum was mitmachen kann? Also, ich treffe damit noch nichts. Und ich muss halt echt in den Nahkampf einfach mal reinpreschen. Und dann, wenn ich vor dem stehe, abdrücken. Also, begrenzte Munition unten in der Mitte. Was ist das? Ist das Munition? Aber wenn es jetzt wirklich Munition ist, dann will ich es nicht vergeuden. Das ist dann blöd. Sonst stehe ich da ohne Munition und kann nur den Rambock spielen. Das ist, wo es auch keine Punkte dann für gäbe. Oh, da ist was. Oh, Treffer. Ist es Munition? Boom. Boah, das sieht schon. Wenn es mal trifft, zieht es enorm Schaden. Wenn es mal trifft, ne? Wenn nicht, dann nicht. Verdammt. Nein, 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 nein. Lassen. Ich will töten, ich will töten. Boom. Oh, oh. Hinter uns, hinter uns. Irre, also wenn es trifft, dann hat es einen ordentlichen Wumms. Halt, wenn es trifft. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Nein. Ah. Ah, das ist schon geil. Warte, kann ich mit auch? Nö, kann ich nicht. Aua, aua, aua. Boom. Habt ihr das gesehen? Und keine Munition mehr. Oh, oh. Hier weg. Na gut, ja, bin. Jawohl. Puh, knapp. Gewählte 10 Gefechte gegen andere Spieler. Ja, Computerspieler. Neues Level. Neues. Das Geschütz macht jetzt schon Spaß. Also, jetzt wenn man weiß, wie es funktioniert, dann macht Spaß, ja. Trittbrett mal 2 Beil. Mini. Ja, wie packe ich die Verkleidungen drauf? Also, warte. Lager. Habe ich hier. Karosserie. Struktur. Theoretisch hast du Struktur, aber hast du die wie doch nicht, ne? Also, ich würde dir schon den Schrott verkaufen. Also, Lager. Ah, 83. Aber wie mache ich das mit den Energiezellen? Wie komme ich dazu, dass ich dort dann andere Sachen draufpacke? Na, das würde mich schon interessieren. Ah, kann man. Neues Stück. Ah, kann man die dann hier gegen. Ah, jetzt verstehe ich. Du gehst auf Fraktionen unter die Werkbank. Und da kannst du mit dem Schrott, den du sammelst, diese Sachen herstellen. Oh, das vielleicht jetzt nicht, aber.
Ein seltenes Bauteil, Dekorament oder eine Farbe. Das sind dann schon Sachen, da könnte man sich überlegen, dafür zu sparen, ne? Und 20 Minuten Spiel? Ja, das passt. Stehst du 5 Raids mit einem Maschinengewehr ab? Ja, gerne. Aber ich kann nicht dran teilnehmen, weil ich Level 10 bin. Eine Reputation von 10. Eieieiei. Spielen wir hier mit? Vielleicht sind das jetzt auch wieder andere Gegner? Je ne sais pas. Ich werde es sehen. Oh oh, das sind Spieler. Das sind Spieler. Oh oh. Oh oh, das wird jetzt spannend. Ich versuche mal in der hinteren Reihe zu stehen. Die anderen können mal ruhig vorfahren. Ich spiele dann so Unterstützungsgeschütz. Ich spiele so einen deutschen Panzer. Zweite Reihe hat nicht viel zu Kamellen, aber ist einer der besten von dem Geschütz her. Na komm, fahr vor. Kleines Ding. Oh oh, da ist einer. Das ist das Problem. Du hast halt echt nicht. Ich hab getroffen! Das hat gesessen. Oder zumindest, es war ein visueller Treffer. Das war es auf jeden Fall. Los, hinterher. Wo ist er denn? Da hat er sich verpieselt. Ups. War ich zu früh? Ah, verdammt. Ja. Nein. Was tust du denn da? Hau ab! Nein! Den habe ich gar nicht gesehen. Also da habe ich schon drauf geachtet, ich Depp. Puh. Den Schuss abgeschossen, auch nicht schlecht. Zurück zur Garage. Ich würde schon gern so ein kleines Geschütz drauf packen, ne? Aber wo haben wir sowas? Das ist nur ein kleines, wisst ihr, wie das Anfangsgeschütz. Oder ich habe eine Idee. Ich lade das Anfängermodell, genau. Ja, laden. Dann packe ich einfach. Warte, bauen. Dann packe ich das. Ach, dort. Das kommt dann weg. Dann packe ich mein dickes Geschütz aus. So. Und dann kommt das. Da fehlt. Ah, verdammt. Mist. Ich würde schon gerne, da hätte ich beides, wisst ihr, da könnte ich aber permanent Feuer geben und noch mit dem hier dann kleines Supporterfeuer. Das wäre schon richtig nice. Leider nicht drin. Dann bleibt erstmal hierbei. Oder warte, ich packe einfach. Die beiden erstmal drauf. Das soll es auch erstmal tun. So mal normales Gefecht machen, wo hoffentlich mehr Sachen gewinnen und wo es natürlich auch besser läuft ist mit diesem neuen Geschütz. Was ist da gerade passiert? Bin ich jetzt beigetreten oder war ich jetzt nur Zuschauer? Je ne sais pas. Oh, nette Karte. Atomkraft, also diese Kühltürme gefallen mir immer. So vom Ambiente her. Jetzt geht's. Jawohl, wir sind dabei. Ob man hier vielleicht auch Leute aus War Thunder. War Thunder trifft. Vom Account her. Markus hat direkt schon den Kürzeren gezogen, das ist auch interessant. Wo haben wir denn hier was? Gegnermäßiges. Oh oh. Hat aber ganz schön schnell entschieden, umzuschwenken. Na, kein Gegner in Sicht. Zusammenstoßen, 2 Minuten und 18 Sekunden. Nee, ich höre schon was. Da, ich sah auch was. Ich kam, sah und hab mich auf die Seite gelegt. Scheiße. Kann mir jemand aufhelfen? Bitte. Junge, bitte. Ja, danke. Du bist mein Held.
Da scheint was zu sein, weil dort Feuer hingeht. Naja, ist so ein Busch. Aber bei unserem Punkt zu verteidigen. Ja, verdammt, wie komme ich da hin? Mist. Falsch gefahren. Oh oh. Wir müssen den Punkt verteidigen. Aber ganz schnell. Und wir verlieren Fahrzeuge. Immer rapider und immer schneller. Verdammt! Gut, die erste Niederlage. Kann auch mal vorkommen. Shit. Um Benzin zu erhalten. Ja, was habe ich von Benzin? Interessant. Aber gut, Leute, das war jetzt so die erste ungefähr halbe Stunde an Gameplay, die ersten Eindrücke. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das Spiel sich weiterentwickelt oder wie ich mich damit besser dann zurechtfinden werde. Auf jeden Fall, ich werde es mal ein paar Mal öfter auch spielen und dem echt mal Zeit geben, mich ein bisschen einzuarbeiten. Und in dem Sinne, ich danke euch fürs Zuschauen. Es war halt echt nicht so inhaltlich sehr viel, echt nur so erst Impressionen. Ich hoffe, es hat natürlich nicht allzu sehr gelangweilt, doch ja, ich hoffe, das wird beim nächsten Mal besser. Und bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen. Schönen Tag noch und bis dann.